Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte ganz kurz erklären, wie die Pentatonik zustande kommt. Dazu zoome ich mal ganz kurz etwas mehr rein, damit es besser sichtbar ist. Wir haben hier die pentatonische Tonleiter von C aus gesehen und wir wissen ja alle, dass Penta sowie Pentagramm oder Pentagon und so weiter 5 bedeutet. Wir haben hier übrigens 1, 2, 3, 4, 5 Töne, bis wir danach zum nächsten C kommen. Oh, der Richtigkeit halber habe ich das jetzt mal gemacht. Wir haben 5 Töne und diese 5 Töne kommen so zustande, dass wir wirklich nur mit der 5 arbeiten. Es sind nämlich alles Quinten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was soll denn das jetzt heißen? Mit Quinten von C nach D ist es eine Sekunde, von D nach E auch eine Sekunde, von E nach G eine Terz, von G nach A eine Sekunde und von A nach C wieder eine Terz. So, was soll das heißen? Was will ich euch damit sagen? Wir schauen uns diese Sachen, diese Töne, die Intervalle mal anders an und kommen mal der Sache auf den Grund, warum wir von Quinten reden. Dazu hoffe ich, dass ihr den Bassschlüssel lesen könnt. Ich beginne jetzt nämlich nicht mit dem C, das wir hier oben hatten. Das ist das C1. Ich beginne mal mit einem C nach weiter unten gesehen, damit wir danach im Violinschlüssel weiter nach oben denken können. Ich beginne mal mit diesem C. Vom C aus eine Quinte nach oben, C, D, E, F, G, ist es ein G. Vom G eine Quinte nach oben, dazu brauche ich dann schon den Violinschlüssel, G, A, H, C, D. Von G eine Quinte nach oben, da sind wir beim D. So, ich hoffe, das ist hier erkennbar, mein Stift wollte vorhin nicht. Vom D eine Quinte nach oben gesehen, D, E, F, G, A, ist es das A. Und vom A eine Quinte nach oben, muss man kurz denken, A, H, C, D, E. Das ist dann das E. So, wir haben 5 Töne und hier haben wir den Abstand einer Quinte. Hier haben wir den Abstand einer Quinte. Hier haben wir eine Quinte und hier haben wir eine Quinte. So, und das war schon das Geheimnis der Pentatonik. Wir schauen uns das mal an. Wir haben hier ein C, ein G, ein D, ein A. Und ein E. Wenn wir uns das mal hier anschauen, wir haben hier ein C, in der Pentatonik haben wir ein C, hier haben wir das D, hier in der Pentatonik ist das D, hier haben wir ein E und auch hier kommt ein E drin vor, es ist eine Quinte, nur natürlich anders umgeschichtet. Dann haben wir hier ein G und auch das G kommt hier drin vor. Und dann haben wir als letztes nach diesem G hier das A und auch das A kommt hier in unserer Quintschichtung vor. Das Geheimnis der Pentatonik ist einfach nur, dass man die Quinte nach oben geht, aber nicht diesen großen Tonraum vom kleinen C zum zweigestrichenen E abspeisen möchte. Man möchte das Ganze in kleineren Umfang, nämlich in eine Oktave packen. Deswegen geht man im Grunde, um die pentatonische Tonleiter sich herzuleiten, wenn man sie mal braucht. Deswegen geht man im Grunde vom C eine Oktave nach oben und vom G geht man dann eine Quinte nach unten, eine Quarte nach, vom C zum G eine Quinte nach oben, vom G zum D eine Quarte nach unten, vom D zum A eine Quinte nach oben, vom A zum E eine Quarte nach unten und vom E zum A dann eine Quinte nach oben. Ich glaube, ich habe mich wieder versprochen. Auf jeden Fall geht man immer eine 5 nach oben, eine 4 nach unten, 5 nach oben, 4 nach unten, 5 nach oben. Und so hat man dann, wenn man 5 Töne erreicht hat, hat man dann die pentatonische Tonleiter von seinem gewünschten Grundton aus.